Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin. Wir starten heute mit der Sendereihe Industrieland Vorarlberg, Vorarlberger Firmen im Blickpunkt. Heute mit dem Unternehmen SIA. Unsere Welt verändert sich stetig, getrieben von den vielen technologischen Veränderungen. Menschen sind heute mehr und mehr vernetzt und leben mit der innovativsten, neuesten Technik. Computerbasierte Systeme sind im Privatleben, aber auch im Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Im Jahre 1994 von Udo Filzmaier gegründet, hat sich das weltweit tätige Unternehmen vom Distributor zum international tätigen Partner für Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von kundenspezifischen Embedded Computing Lösungen, standardisierten und modifizierten Industrie- und Embedded PCs, modularen Human-Machine-Interface Lösungen sowie der weltweiten Distribution von Elektronikbauteilen entwickelt. Namhafte Kunden aus den Märkten Medizintechnik, Analyse Biolabortechnik, Sicherheitstechnik und Industrie verlassen sich auf SIE. Eines ist vorab klar, der Spezialist aus Vorarlberg ist seit über 20 Jahren von Leidenschaft für Technik und Innovation getrieben. Die Ansprüche unserer Kunden haben sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Das heißt auch die Herausforderungen. Die Technik von heute ist morgen schon wieder alt. Wir bei der SIE können mit 220 Mitarbeitern mit einem globalen Netzwerk, mit Offices in Europa, USA und Asien, den Technologietransfer zu den Kunden entsprechend abdecken. Waren also früher Tastatur und Maus das Nonplusultra in Sachen Computersteuerung, hat mittlerweile das Touchscreen Einzug gehalten. Smartphone und Co. verändern die Bedienung in praktisch allen Bereichen wie der Industrie und der Medizintechnik. Zudem werden Rechner immer leistungsstärker und die Anforderungen an die Software wesentlich komplexer. SIE stellt sich dieser Herausforderung tagtäglich. Immer einen Schritt voraus sein und mit Leidenschaft die Herausforderung annehmen, das ist das, für das die SIE steht, für das unsere Leute jeden Tag schaffen. Und speziell in der Medizintechnik, aber mittlerweile in der Analyse, Bio- und Labortechnik, ist es extrem wahr, was es für Anforderungen gibt. Darum sind wir ganz überzeugt davon, dass nur in einer engen Partnerschaft mit unseren Kunden Innovationen entstehen können und geschaffen werden können, die dann für beide Unternehmen und den nachhaltiger, langfristiger Erfolg gern und uns sicherstellen, dass wir am Markt erfolgreich sein können. Kürzere Lebenszyklen beim Material und auch bei den Innovationen, höhere Umweltanforderungen sowie gesetzliche Normen. Alles Herausforderungen, die es in der Projektplanung mit zu berücksichtigen gilt. SIE setzt deswegen auf die langfristige Bindung von Partnern, Kunden und vor allem Mitarbeitern. Das über viele Jahre aufgebaute Know-how wird bei uns in allen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Von der Idee über die Entwicklung, die Beschaffung bis zur Produktion und schlussendlich der Qualitätsprüfung und dem Versand wird alles in-house gemacht. Der reichliche Erfahrungsschatz der Mitarbeiter ist in dieser Hinsicht ein enormer Wettbewerbsvorteil. Das ist auch nötig, denn bei SIE gibt es kein Projekt von der Stange. In Kooperation mit den Kunden werden innovative Systeme, wie zum Beispiel ein spezielles Chirurgiegerät für Operationen oder ein Blutanalysegerät, welches in 10 Minuten Ergebnisse liefert, geplant. In einem langwierigen Prozess, gemeinsam mit Designern, Technikern und Ingenieuren, wird ein herausragendes Produkt fertiggestellt. SIE begleitet seine Kunden als Spezialist in der Entwicklung und Realisierung von individuellen Produktideen. Unser Ziel sind Techniklösungen aus einer Hand, die sowohl den spezifischen Kundenanforderungen als auch den regulatorischen Standards gerecht werden. Bei SIE erhält der Kunde eine Technologielösung, die vom Gehäuse über die Elektronik bis hin zur Bedien- und Steuerungssoftware alles beinhaltet. Zusätzlich bieten wir umfangreiche Services vom Projektmanagement über Marktzulassung bis hin zur Wartung. Damit reduziert sich das Projektrisiko und das Produkt kann zeitgerecht am Markt eingeführt werden. Aber nicht nur die Kunden und Partner stehen bei SIE im Mittelpunkt, vor allem auch sind es die Mitarbeiter, die für den Vortrieb sorgen. Qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter sind die Basis für Innovationen. Deshalb spielt die Personalentwicklung eine wichtige Schlüsselrolle.
Denn Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeiter hat bei SIE einen großen Stellenwert. Aber auch Themen wie Work-Life-Balance, das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Maßnahmen bildet die Ausbildung. Für außergewöhnliche Leistungen in der Lehrlingsausbildung hat die SIE 2015 das Gütesiegel staatlich ausgezeichneter Lehrlingsbetrieb bekommen. Wir wollen, dass die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren und gerne für SIE arbeiten. Diese Atmosphäre wird von allen geschätzt. Grund genug, um auch ein Feel-Well-Programm ins Leben zu rufen. Für mich war es immer schon ein großes Anliegen, wo meine Firma gegründet hat, dass Mitarbeiter und Gesundheit im Vordergrund stand, dass sie gestärkt werden, dass sie sich wohlfühlen. Und dann ist Feel-Well entstanden. Es war ganz einfach. Aus dem Buch raus, Mitarbeiter stand im Vordergrund. Zuerst waren das nur kleine Projekte und inzwischen haben wir eine große Anzahl an Aktivitäten, die wir anbieten. Unter anderem Massieren, sportliche Aktivitäten, Feiern, Ausflüge, unter anderem großes Grillfest mit der Familie, Oktoberfest in München, Skitag, Weihnachtsfeier, vieles anderes. Obst, warme Getränke, Mineralwasser sind zur freien Verfügung. Viel anders bieten wir natürlich auch noch zum Wohle der Mitarbeiter. Das machen wir nicht nur zur Motivation, sondern natürlich auch, dass die Zusammenarbeit im Betrieb verbessert wird, dass die Motivation da ist und natürlich ein freies Miteinander. Die perfekte Verbindung zwischen Mensch und Maschine, das ist die Vorgabe. Dank SIE dürfen Ärzte, Krankenschwestern, Laboranten und Co. immer öfter komplexe und komplizierte Funktionen auf scheinbar simplen Touchscreens bedienen. Technik und Innovation made in Vorarlberg machen es möglich. Bernhard Pickelhöfer bildet künftige Lokführerinnen und Lokführer bei den ÖBB aus. So, jetzt kommt die Ankündigung für das Level 2. Da wirst du darauf vorbereitet, Lokführer, pass auf. Wer Lokführer werden möchte, muss vorher schon mal eine Lok gefahren sein, wenn auch keine reale. Hier im Simulator werden viele wichtige Situationen geübt, die vor, während und nach der Fahrt auftreten können. Das heißt, bevor die Kolleginnen und Kollegen sich wirklich auf einen Führerstand setzen und wo hinten Güter dranhängen oder auch Leute drinnen sitzen, dann sind sie schon hier am Simulator gefahren. Genau wie in realen Situationen greifen auch hier bei bestimmten Gefahrenmomenten die Zugsicherungssysteme ein, die bei den ÖBB zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann der Lokführer nicht schneller fahren als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, auch wenn er das Limit übersieht. Die Technik greift sofort ein und verlangsamt den schnellen Zug. Aber das bedeutet nicht, dass die Lokführer deshalb weniger Verantwortung haben. Letztlich sorgt ein perfektes Zusammenspiel zwischen Triebfahrzeugführer und Technik für eine reibungslose, sichere und pünktliche Abwicklung des Zugverkehrs. Im Endeffekt verfolgt die Übung am Simulator dasselbe Ziel wie die gesamte Ausbildung des ÖBB-Personals und die technischen Sicherheitssysteme. Menschliches und technisches Versagen sollen so weit wie möglich minimiert werden. Ich kaufe gerne einen Direktvertrieb ein, weil ich durch meine Praxis, durch meine Tätigkeit tagsüber sehr ausgebucht bin. Der Direktvertrieb ermöglicht mir, besonders am Abend, mich über meine Produkte, die für mich sehr wesentlich sind, genau zu informieren. Das schätze ich sehr. Und Sicherheit gibt mir die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at Expert Janett, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janett in Rankweil, Ringstraße 26. www.janett.com
Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind. Und so wurde aus einem Traum mit viel Einsatz, Energie und Eigeninitiative Wirklichkeit. Innerhalb von 5 Monaten haben Erich Nachbauer, Karin Oberscheider und Ibu Sene den Bau eines Kindergartens in Mbour in Senegal für sozial schwache Kinder ermöglicht. Schon ab 10 Euro monatlich können Sie eine Kindergartenpatenschaft für ein Kind im Highlife Kids Kindergarten übernehmen. Weitere Infos auf www.facebook.com/highlifekids.kindergarten. War am vergangenen Wochenende beim Metzlerhof in Rankweil, denn dort ging das erste Schweinerennen über die Bühne. Wir waren mit dabei. Ruft ihr Säcke! 3 Tage lang wurde beim Metzlerhof in Rankweil gefeiert. Und das Hoffest der Familie Metzler war ganz bestimmt ein Highlight der Region. Egal ob für Familien oder Feierfreudige, für jeden war was mit dabei. Sowohl am Freitag mit Alpenstarkstrom als auch am Samstagabend mit der Partyband 7 Promille war Feierlaune vorprogrammiert. Der eine oder andere Hüftschwung durfte dabei nicht fehlen. Wir sind echt super zufrieden. Also so viele Leute haben wir echt nicht erwartet. Wir haben traumhaftes Wetter da. Am Freitag haben wir Alpenstarkstrom da gehabt. Die haben eine super Show gemacht. Gestern 7 Promille war einfach nur Hammer. Und ja, man sieht es mal, 2 Tage nicht geschlafen und einfach nur Vollgas. Natürlich fand auch täglich das Schweinerennen statt. Insgesamt 15 Jungschweine liefen dabei auf der Rennbahn um die Wette. Dass sie überhaupt springen, mussten sie lange trainiert werden und die Scheu vom Menschen verlieren. Heute ist leider sehr heißes Wetter und dadurch laufen sie etwas langsamer. Aber wir haben da jetzt auch eine Dusche montiert und da können sie auch duschen. Also von dem her, es geht. Trainiert haben wir jetzt 4 Wochen lang mit denen. Sie machen süß. Und jetzt haben sie natürlich Erfahrung gesammelt mit so vielen Leuten in der Umgebung und alles. Also es funktioniert tipptopp jetzt. Am Ziel kriegen sie ein Leckerli. Und das Zweite ist schon, sie motivieren einander. Jeder will der Erste sein. Man sieht es beim Zieleinlauf, wie sie einander überholen und probieren zum Überholen. Also von dem her, sie sind komplett motiviert. Zu einem richtigen Rennen gehört natürlich auch eine Wette. Wetten konnte man auf die einzelnen Schweine und dabei auch ein paar Euro gewinnen. Abhängig der Quote konnte nach jedem Rennen hoffentlich ein Gewinn abgeholt werden. Echt geil, also die Schweine sollten mehr laufen, als wir auf dem Teller sehen. Und was haben Sie jetzt gewonnen? 12 Euro auf die Lilly. Auf Schmatzi. Wieso? Weil der Name so lustig klingt. Alle Tage gab es auch ein großes Rahmenprogramm. Eine Hüpfburg aus Stroh war sicher mal etwas anderes. Viel Freude hatten die Kleinsten auch beim Ponyreiten. Den Tieren so nah zu kommen, ist nicht für jeden selbstverständlich. Das Kinderschminken war ein weiterer Programmpunkt, welcher nicht verpasst werden durfte. Nachmittag sorgte die Band Pyromantics für grandiose Stimmung. Zu einer guten Musik gehören auch gute Tänzer. Die Line-Dancer übernahmen diesen Teil. Sie präsentierten ihre Tanzkünste der Festhalle. Sonntag haben Familien so bei strahlendem Sonnenschein mit glücklichen Kindern und einem guten kühlen Drink das Wochenende ausklingen lassen.
Bei uns geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge Ostergondel auf 14.01 am Muttersberg. Ich wünsche spannende Minuten. So Jungs, das schaut gut aus. Das haben wir gut gemacht. Perfekt. Wir richten da gerade einen Polaris her, der sollte noch ausgeliefert werden. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß bei der Sendung Ostergondel vom Muttersberg. So, Oma Lilli, schön langsam. Bin ich froh, dass du jetzt endlich einmal da bist bei mir. Mei, super. Das freut mich. Sie ja, wagen, ja dass ganz, ich ganz toll, Oma Lilli. So, schau, mich. Da ist die Gondel schon stehen geblieben. Ist eine Stufe da? Na, ganz eine kleine, aber das, ja, das packen wir mit. Schon, da ja. Machen wir einen Sprung Mei, drüber. Sind Sie. Mei, ja, bitte, Vorsicht. Kommen so, bitte. Sie nur, Herr Sie. Ja, ich bin gut. Schon da ja, hinten ja, vielleicht in die Ecke da. Ja, ja, das geht schon. Gut, ja. Super. Oma Lilli, warst du da schon mal da oben? Nein, das habe ich noch nie gesehen. So, ist das wunderschön, Herr Seeburger, was Sie mir ermöglichen halten. Das machen wir doch gerne, Oma Lilli, aus dem anderen Grund, weil wir haben ja ganz was Spezielles vor. Was hast du vor? Immer ganz was Spezielles und darum sind wir so dankbar, dass die Oma Lilli es jetzt geschafft hat zu mir in die Gondel, weil wir haben doch am 1. und 2. Juni haben wir ja mit der Oma Lilli das große Kabarett. Ja, ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie diesen Ausblick, dass Sie mir das ermöglicht ja, haben. Ja, nicht nur ich, da sind ja viele Leute am Muttersberg, die das ermöglichen. Schon. Aber Oma Lilli, jetzt erzähl mal ein bisschen was. Oma Lilli macht Kabarett, das ist ja gewaltig. Was heißt Kabarett? Ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben. Und das war ich nicht, das ist nicht immer so einfach. Ehrlich, ist nicht einfach. Nein, das, du musst vorstellen, ich möchte wirklich die Stimme für unsere Generation erheben. Okay, und, ja. Und was kommt in der Stimme denn so vor? Was wäre denn wichtig, dass da mal Lilli seht? Ja, dass die jungen Leute endlich wieder einmal denken, dass die alten Leute auch für was zu gebrauchen sind, Herr Seeburger. Zum Beispiel? Ja, schauen Sie, heute hat ja niemand mehr Zeit für die alten Leute. Niemand. Und deshalb bin ich so froh, Herr Seeburger, dass ich mir... Na, schauen Sie, ist das ein schöner Ausdruck. Schon wieder, gell, die Tannen na, und alles. So schön, das habe ich doch noch nie so gesehen. So noch nie? Na, das ist ja wirklich schön. Wie geht's denn mit der Gesundheit, Oma Lilli? Ja, es geht schon. Schon? Ja, ja, man muss schon ein bisschen drauf schauen. Ja. Die Tabletten nehme ich fleißig. Ja. Leider ist der Doktor nicht mehr, der Doktor Zitte, bei dem war ich. Ich nicht mehr? Nein, der ist leider nicht mehr. Ah, ja. Er ist nicht gestorben. Nee, nicht gestorben, okay. Pension ist er gar nicht. Ah, ja. Aber das ist für mich so schlimm. Mein Gott, der Klaus, der hat ja alles kennt von mir. Alles hat er kennt? Ja, ja, mein Gott. In- und auswendig in dem Fall. Ja, ja, ja. Der hat schon viel gesehen von mir. Ja. Wie ist es da, Oma Lilli, denn so im Leben gegangen? Ein Mann hat Kinder im Jahr? Ja, ja, mein Mann. Mein Gott, wir waren lang verheiratet. Ja, wirklich? Ja, ja, aber der ist auch schon lang gestorben. Oh, es tut mir leid. Ja, aber ich bin froh, dass alles vorbei ist. Okay. Ja. Okay. Und Kinder? Ja, ja, Kinder haben wir. Meine Irma, meine Tochter, die will immer, dass ich ins Altersheim gehe. Ins Altersheim? Aber ist Oma Lilli nicht bereit? Die möchte noch ein bisschen leben. Nein, noch nicht. Oder? Ich habe jetzt schon ein paar Eindrücke gesammelt, aber das ist noch nichts für mich. Noch nicht da? Nein, es wäre zwar ein bisschen ein Sozialkontakt, wäre schon, weil man ja reden könnte mit ja den Menschen. Ja, okay. Aber lieber hätte ich halt schon noch einen Mann. Der, wo halt ein bisschen. Und wie mit dem Laufen ist es ein bisschen schlecht, habe ich gesagt. Ja, ja, das ja ist nicht so einfach. Aber ein Mann wäre schon schön. Noch. Schon noch? Ja. Und wissen Sie, die Männer sind einfach besser wie die. Die Frauen sind einfach intelligenter. Und wenn man heute einen Mann hätte, die verstehen nicht alles. Die verstehen nicht alles vom Leben. Mit, und deshalb okay habe ich mir gedacht, an. Nach einem Mann, so die letzten Jahre, das wäre nicht schlecht. Und für was darf man den Mann so brauchen? Zum ein bisschen heben oder zum Einkaufen gehen? Oder, ja, oder? Das einfach die Nähe ein bisschen möchte ich schon noch spüren. Schon noch? Also ja, so was sich zwischen Mann und Frau abspielt, möchte Oma Lilli schon ein bisschen? Ja, ja, noch hat man ja... Ja, das hört ja nie auf. Nicht da? Nein. Habe ich noch...
Das schaut ja bei Ihnen auch nicht auf, Herr Seeburger. Das ist schön. Dann hoffen wir, dass wir jetzt bald Valentina zum Hörer kriegen. Der hört es nämlich auch nicht auf mit den wöchentlichen Preisen, die Valentina zum Verlos hat. Und was es die Woche gibt, das seht ihr uns jetzt. Boah, ist das kalt, aber quellfrisch auf 14.01. Wenn ihr das so genießen möchtet, dann schreiben da jetzt einfach eine E-Mail an alpengasthof@muttersberg.at und könnt einen Gutschein gewinnen für eine ganze Familie, Essen und Trinken, Berg- und Talfahrt. Ich wünsche euch viel Glück und probiert für euch. Kalt, aber gut. Es hört also nie auf. Nein, also mit der Liebe hört es ja sowieso nie auf. Nein, oder? Ich habe das Gefühl immer noch in den Herzen. Ja, ja, aber man aber immer. Also, bitte, ja, darf ich da gerne, ja. Schluck. Oh, da, ja, ein Schlückli, gell? Möchte ich. Viel trinken hast du im Alter? Ja, ja, das hat der Doktor Zitt immer gesagt. Immer? Oma Lilli, du musst trinken. Du musst immer viel trinken. Ja, musst. Gut. Ja, hier müssen wir da. Ja, bitte, ja, gerne. Nicht, dass das geht das mit ja, ja, das geht schon. Okay. Weißt du, dass du. Okay, langsam, gell? Ja, super. So, jetzt ist gut. Schon wieder. Na, ist das schön, ja. Herr Seeburger. Was Sie da als mir für einen schönen Nachmittag ermöglichen, das glauben Sie. Aber herzlich gern, aber ich bin ja nicht alleinig. Es ist ja das Ganze, die ganzen Nein. vielen Leute, die da schaffen für das. Aber die da, ermöglichen das ja. Da arbeiten Leute. Doch, ja, ja. Es braucht schon ein paar Leute, die die Seilbahn bedienen, die das Gast oder andere. Ja, ja, Arbeitsplätze sind wichtig. Ja, ja, schon. Das sind schon wichtige Arbeitsplätze. Ich wollte noch fragen, die Stimme für eine Generation erheben jetzt, so wie Oma Lilli. Soll das ein bisschen eine Lebenshilfe sein für ältere Leute, wie sie sich zum Beispiel bei Behördengängen und so? Ja. Da hat ja Oma Lilli ist da ganz schlau, gell? Mit einer Sache bei den Ja, Leuten. Ja, da musst du schlau sein. Das sage ich Ihnen, Herr Seeburger. Ja. Da habe ich schon viel mitgemacht bei Ehrlich? Den Behörden. Erzähl ja, mal, bisschen, was ist das? Früher war ich noch nicht so gut bei Fuß, weil da bin ich halt hingegangen und dann wollte man da den Stempel holen und da den Stempel. Mein Gott, da hast du an, da musst du hinsitzen, da musst du warten. Die denken alle, die hat ja Zeit. Ja, ja, nein, ist nein, klar. Nein, mit mir nicht mehr. Aber nein. Dann hast du Gas gegeben. Bisschen, ja, ja. Ach, ich habe mir einen Rollstuhl hab ich mir organisiert. Ich muss einen Schlüssel. Gut, okay, geht's. Ja, und dann habe ich mir gedacht, mir fehlt ja nichts. Aber mir nicht viel. Aber das wissen die nicht. Nein, das muss man auch nicht alles sagen. Man, die Welt will ein bisschen betrogen werden, Herr Seeburger. Okay. Und den lasse ich mir immer hinführen von meiner Tochter, die Irma. Und die führt mir mit dem Rollstuhl hin. Ja. Mein Gott, Herr Seeburger, ich sag's Ihnen, da wird die Tür aufgehalten und ja, und da noch die Tür aufgehalten und dann wirst du hingeschoben und hergeschoben und ich genieße das. Das genieße ich, Herr Seeburger. Ja, den kriegst du gleich. Da musst du nur ein bisschen sagen, mein Gott, ich muss gleich ins Spital und hin und her. Oh Gott. Aber man weiß sich in dem Fall zum Helfen, wie es geht. So ein Schlückchen trinken, ja. Wie ist es mit Zitra, darf ich so viel tun? Ja, machen Sie das zu, Herr Seeburger. Ein bisschen Zitra tut Oma Lilli. Geht's schon? Ja, das. Ich habe für ihn auch was mitgebracht. Ach, oh, Jesus Gott. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon in die Berge fahren, müssen wir mal was trinken. Was ist das? Na ja, das können Sie selber schauen, was Sie da haben. Oh Gott, Gott. Na, machen Sie das auch. Ist das jetzt, darf ich nicht verstehen? Ja, mei. Mei, bist du dünn? Naja, Likör, selber habe ich gemacht. Dann musst du, kannst du, ja, nimm nur. Nimm nur. Da musst du nicht lachen, so schlecht ist er nicht. Nein, gib mir her, mein Super, Gott, vielen herzlichen Dank. Ja, das ist aber wirklich selber gemacht, oder? Ja, den selber gemacht habe ich den. Okay. Gott, soll ich helfen? Gott. Jetzt haben wir ja zwei Tage oder zwei Abende, wo wir die Oma Lilli am Muttersberg sehen. Da freuen wir uns ganz wahnsinnig drauf. Ja, ich freue mich auch, dass ich so viel erzählen darf, wie es mir gehabt hat. Mein Gott. Und da werden sich noch viele mehr freuen, die hoffentlich auf die Premiere kommen. Am 1. und 2. Juni ist es soweit. Oma Lilli, vielen herzlichen Dank. Tu dich noch schonen bis die nächste Woche. Gell? Ich möchte mich auch bedanken, Herr Seeburger, gerne, dass Sie sich die Zeit nehmen. Aber haben. Selbstverständlich. Das machen nicht viele Menschen. Jawohl, das machen Zeit wir nehmen. Schon. Ja, du sagst auch nur wohl. Dann hätte ich viel, viel mehr Kontakt. Ja, den haben wir. Ja. Den werden wir jetzt behalten. Und deswegen möchte ich das schon am, wenn ist das im Juni noch? 1. und 2. Juni. Ja, genau. Das möchte ich den Menschen einfach mitteilen, dass wir
alten Leuten einfach ein bisschen mehr gesehen und gehört werden, Herr Seeburger. Und mit Oma Lilli und ihrem Kabarett am 1. und 2. Juni werden wir sehen und hören. Danke fürs Zulager. Danke, Oma Lilli. Na, danke. Kommen wir jetzt einen Kaffee trinken? Jetzt trinken wir einen Kaffee, denke ich, fein so eine Terrasse. Mei, schön, mei, da freue ich mich aber. Machen wir. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gechter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss. Hier laufen alle Fäden zusammen, besser gesagt alle Linien. Die Verkehrsleitzentrale der ÖBB. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordinieren die österreichischen Verkehrsachsen, überwachen die Pünktlichkeit der Züge und managen eventuelle Abweichungen der Fahrpläne. Eine Aufgabe, bei der es vor allem darum geht, die Übersicht zu bewahren. Wichtig ist hier, dass wir für den Kunden rasch eine Lösung finden bei Störungen, dass wir Ersatzmaßnahmen kreieren. Und das funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter unmittelbar in der Nähe arbeiten. Probleme oder Zwischenfälle sind zum Beispiel technische Pannen oder medizinische Notfälle. Die Verkehrsleiter koordinieren mehrere Streckenabschnitte, die sie von ihrem Arbeitsplatz aus anhand einer grafischen Oberfläche überwachen. Unsere Hauptapplikation ist das Zeitweglinien-Diagramm. Hier sehen wir auf einer Achse eine Strecke. Hier zum Beispiel zwischen St. Valentin und Salzburg. Und die zweite Achse ist die Zeitachse. Durch den koordinierten Einsatz der durchschnittlich 30 Mitarbeiter kann bei Störungen schnellstmöglich reagiert werden. Gearbeitet wird mit einem Verkehrsleitsystem, das unter anderem die Signale überwacht und Züge ortet. Hinter der ganzen Technik steht das oberste Ziel, die Auswirkungen von Störungen und Notfällen auf die Bahnkunden so gering wie möglich zu halten. Eine falsche Aufstiegshilfe zu benutzen, das kann gefährlich sein. Benutzen Sie das richtige Hilfsmittel für die jeweilige Tätigkeit. Geben Sie Acht. Ein ganz normaler Werktag am Wiener Hauptbahnhof. Der Railjet 761 zum Wiener Flughafen fährt ein, aber er wird in dieser Form nicht mehr weiterfahren. Die vordere Garnitur wird von der hinteren getrennt und fährt weiter zum Wiener Flughafen. Für den Rest ist heute Wasch- und Entsorgungstag. Daher übernimmt ÖBB-Lokführer Bernhard Pichelhöfer den hinteren Teil des Zuges und ändert kurzerhand die Fahrtrichtung. Es folgt zunächst eine Fahrt durch die Waschstraße. Danach werden Füllstände und Tankbehälter geprüft und nachgefüllt. Jetzt geht es zur Station Matzleinsdorfer Platz. Hier befindet sich das ÖBB-Unternehmen Technische Services, das für die Instandhaltung und Innenreinigung der Züge zuständig ist. Reinigungskräfte kümmern sich nun um die Innenreinigung, während Bernhard Pichelhöfer durch den Zug geht und eine routinemäßige Überprüfung macht. Da wird jede einzelne Tür überprüft, ob das funktioniert. Es werden alle Zugsicherungssysteme überprüft. Du schaust in jeden Schaltschrank hinein, machst dann Beleuchtungstest. Das heißt, du schaust, ob alle diese Leselampen, Beleuchtungseinrichtungen, ob alles funktioniert. Gewaschen und gestriegelt fährt der ÖBB Railjet zurück in den Hauptbahnhof, um wieder gekoppelt zu werden und seinen Dienst anzutreten. Das nächste Mal ist dann die andere Garnitur an der Reihe.
Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind. Und so wurde aus einem Traum mit viel Einsatz, Energie und Eigeninitiative Wirklichkeit. Innerhalb von 5 Monaten haben Erich Nachbauer, Karin Oberscheider und Ibu Sene den Bau eines Kindergartens in Mbour in Senegal für sozial schwache Kinder ermöglicht. Schon ab 10 Euro monatlich können Sie eine Kindergartenpatenschaft für ein Kind im Highlife Kids Kindergarten übernehmen. Weitere Infos auf www.facebook.com/highlifekids.kindergarten. Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. Auch in dieser Woche wieder mit einer tollen Vielfalt. Starten werden wir in der Vorarlbergliga und zwar beim Fußballkracher zwischen dem VfB Hohenems und dem FC Wolfurt. Fußball wird Ihnen präsentiert von Admiral. Tolle Bilanz für Clermont Co. in den letzten Duellen mit dem FC Wolfurt. Die Hohenemser behielten in den letzten 3 Partien gegen das Team von Trainer Philipp Eisele jeweils die Oberhand. Doch die Wolfurter waren keineswegs nach Hohenems gekommen, um Geschenke zu verteilen. Auch sie wollten an die letzten Erfolge anschließen und 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Dementsprechend auch der Start in diese Partie. Von Abtasten keine Spur. Beide Teams setzten von Beginn weg auf Offensive. Erster Warnschuss der Gäste bereits in der 2. Spielminute. Nach einem Feuerstein-Fehlpass im Mittelfeld ging es schnell nach vorne, aber der Schuss von Schertler strich knapp über das VfB-Gehäuse. Doch der VfB blieb die Antwort nicht lange schuldig. Nur 2 Minuten später setzte Feuerstein diesen Kopfball über den Wolfurter Kasten. Und in Spielminute 7 scheitert der durchbrechende Sefa Gaye an Wolfurt-Torhüter Batir, der mit diesem Reflex die VfB-Führung verhinderte. Die Gäste hielten das Spiel gegen die heimstarken Emser aber durchaus offen. Vielmehr wollten die Heimischen nicht so richtig in die Gänge kommen. Und so war es dann in der 21. Spielminute keine große Überraschung, dass die Gäste aus Wolfurt mit 1:0 in Führung gingen. Unverdorben auf Martin Schertler, der fackelt nicht lange und bezwingt Emskeeper Eris. Das Spiegelteam zwar keineswegs geschockt, doch der VfB-Motor stotterte ein wenig und kam nicht so richtig auf Touren. So tat sich bis zum Pausenpfiff nur mehr recht wenig. Lediglich die rote Karte für Feuerstein wegen zu hartem Einsteigen gegen Tormann Batir in der 38. Minute sorgte für Aufregung. Zur Pause brachte Hohenems Trainer Rainer Spiegel nach 4 Wochen Verletzungspause Fabian Bernstich und schien die richtigen Worte für sein Team gefunden zu haben. Doch vorerst flachte die Partie ein wenig ab. Torschossen waren auf beiden Seiten Mangelware, während die Gäste versuchten, den Vorsprung zu halten und aus einer gesicherten Defensive mit schnellen Angriffen zum Erfolg zu kommen, waren die Heimischen nicht in der Lage, das Spiel zu ordnen, ihm den Stempel aufzudrücken. Die ganze Situation änderte sich dann aber ab der 70. Minute. Nach dieser schönen VfB-Kombination über die rechte Seite legt Yogi Klammer durch auf Sefa Gaye und dieser knallt die Kugel mit seinem 17. Saisontreffer unhaltbar zum 1:1 unter die Latte. Doch damit nicht genug, die Grafenstädter hatten nun Lunte gerochen und setzten nach. Nur 6 Minuten nach dem Ausgleich die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Neuerlich war Yogi Klammer der Vorbereiter. Klammer mit dem Zuspiel auf Gaye, der setzt sich gegen Neunteufel durch und schlänzt die Kugel an Batir vorbei zum 2:1 Siegestreffer in die Maschen. Die Gäste waren nun nicht mehr in der Lage, das Spiel nochmals zu drehen, zumindest den Ausgleich noch zu erzielen. Die Defensivabteilung der Heimischen ließ keinen weiteren Treffer zu. Vielmehr waren es die Grafenstädter mit ihrem unbändigen Siegeswillen, die noch zusetzen konnten.
Mit diesem Erfolg feierten die Spiegelschützlinge den 10. Heimsieg im 12. Spiel und übernahmen damit wieder die Tabellenspitze. Ja, es ist unbeschreiblich, vor allem mit den Temperaturen, einmal weniger eine ganze Halbzeit. Das ist ein extremer Kraftakt, was die ganze Mannschaft geleistet hat und da kann man wirklich stolz drauf sein. Ja, ist ein super Gefühl immer, weil die Jungen haben es immer schwer, sich in der Vorarlberger zu finden, weil es gibt viele routinierte Spieler, die in der Vorarlberger-Liga spielen. Dann ist es immer toll, wenn ein junger Spieler das zeigen kann, was er kann und so eine Partie auch drehen kann. Ja, zuerst einmal finde ich nicht, dass wir die bessere Mannschaft waren. Nicht jetzt wegen dem Ergebnis, aber wir haben in der zweiten Halbzeit wenig Zugriff gehabt. Trotz Überzahl haben wir die Räume nicht richtig geschlossen, wir sind nicht gut rausgerückt. Wir sind eher einen Schritt zurück, anstatt auf den Gegenspieler drauf geschoben. Und da haben wir es enorm schwer da, beziehungsweise da sind wir nicht reinkommen. Und Hohenems hat das gut gespielt in der zweiten Halbzeit mit sehr viel Engagement, Laufbereitschaft, was bei uns zu wenig war auf jeden Fall. Ja. Und am Schluss, klar, haben sie Tore gemacht. Die stehen nicht umsonst ganz vorne. Die haben die Qualitäten vorne rein und da haben wir uns natürlich auch bei der Toren nicht gut angestellt. Sie haben eigentlich zu wenig defensiv mitgearbeitet und ja, ist natürlich sehr, sehr bitter die Niederlage für uns. Bei uns geht es gleich fußballtechnisch weiter und zwar in der ersten Landesklasse. Dort traf der SK Bredris im Römerstadion auf Rot-Weiß Langen. Nach der 0:4 Niederlage beim SC Hattlerdorf wollte der Tabellenführer der ersten Landesklasse, der Sportclub Bredris, wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Im Römerstadion war am Samstagnachmittag Rot-Weiß Langen zu Gast. Den Hausherren gelingt dabei ein Start nach Maß. Nach 5 Minuten wird den Oberländern dieser Freistoß zugesprochen. Necip Beklejen führt diesen schnell aus, passt auf Dogan Uya, der querlegt und die Kugel ideal vor die Füße von René Meissen spielt, der den Ball nur noch ins Tor schieben muss. 1:0 also für den SK Bredris und die Hausherren versuchen im Anschluss mit einem kontrollierten Spielaufbau das Geschehen unter Kontrolle zu halten. Doch Fehlpässe wie dieser bringen die Langener zu Möglichkeiten. Nach 21 Minuten dann aber wieder die Hausherren am Drücker. Erkan Ergüven mit dem Freistoß, doch Stürmer Furkanyildiz schießt knapp über das Tor. 2 Minuten später gibt es diese schöne Kombination über die linke Seite. Necip Beklejen wird von Matthias Becht angespielt, der weiter vor Furkanyildiz, doch sein Abschluss geht links am Tor vorbei. 32 Minuten sind gespielt, als die Langener zu ihrer nächsten Chance kommen. Der Freistoß stellt Bredris-Keeper Dominik Hehle jedoch vor keine Probleme. Die letzte Chance im ersten Durchgang gehört wieder den Gästen. Dieser Freistoß fliegt jedoch weit über das Tor. Die zweite Hälfte beginnt wie die erste geendet hat. Bernhard Elbs trifft jedoch nicht auf das Tor. Weiter ging es mit einer Chance für Rot-Weiß Langen. In der 57. Minute schießt Bernhard Elbs diesen Freistoß in die Mitte. Doch Hehle ist auf seinem Posten und kann den Ball unter Kontrolle bringen. In der 58. Minute jubeln dann wieder die Hausherren. Matthias Bechter bedient Furkanyildiz in der Mitte. Dieser schiebt die Kugel souverän ins linke Eck ein und stellt auf 2:0. Nach kurzer Beratungsphase der Unparteiischen wird der Treffer dann auch gegeben. In der 63. Minute wieder die Hausherren. Erkan Ergüven bringt diesen Freistoß auf Necip Beklejen, der am Schlussmann der Gäste Herbert Willam scheitert. In den folgenden Minuten wird hauptsächlich im Mittelfeld gespielt. Die Bresner kommen erst in der 73. Minute durch Fabian Pirold zur nächsten Chance. Necip Beklejen setzt die Kugel aber knapp über die Latte. In der 81. Minute wieder die Hausherren. Ivica Siewinski bringt den Ball zu Fabian Pirold, der weiter zu Necip Beklejen. Sein Schuss wird aber von David Spettl von der Linie gekratzt. Den Schlusspunkt setzen wieder die Mannen von Trainer Christian Meissen. Der Ball landet wieder bei Furkanyildiz, der mit seinem linken Fuß den Ball erneut ins Tor schiebt. 3:0 also, die Bresner bleiben Tabellenführer und setzen einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg in die Landesliga. Ja, wir haben gewusst, dass es brutal schwierig wird gegen die Mannschaft, weil Langer körperlich und taktisch sicher keine schlechte Mannschaft ist, aber wir haben von Anfang an die Zweikämpfe angenommen. Und gleich am Anfang des 1:0 geschossen, dann wird natürlich unser Spiel anders dominiert. Denn sind wir spielerisch und zweikämpferisch halt einfach viel stärker und mental sowieso. Ja klar, das Ergebnis war klar, 3:0. Aber
Man muss jeden Sieg zuerst erkämpfen. Der Spielverlauf war relativ positiv für uns, dass wir gleich nach 5 oder 10 Minuten 1-0 geführt haben. Und dann kann man natürlich taktisch eher ruhiger die Sache angehen. Ja, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit nachgelegt. Ich glaube, wir waren insgesamt im Kopf etwas schneller, also beim Umschalten etc. Wobei Langen eine sehr gute, unangenehme Mannschaft ist zu spielen, weil die haben 5, 6 riesengroße Leute drinnen und jede Standardsituation ist eine halbe Torschance. Wir machen gleich weiter und zwar mit Nachwuchsfußball. In der ÖFB-Jugendliga wurde am vergangenen Wochenende ebenfalls gekickt. Zu Gast hatten die Youngsters aus Vorarlberg, dabei die Alterskollegen aus Salzburg. In der 19. Runde der ÖFB-Jugendliga bekam es die AK Vorarlberg U16 mit den Alterskollegen aus Salzburg zu tun. Die Bullen auf dem Viktoriaplatz in Bregenz dann auch schnell bemüht, das Kommando zu übernehmen. Die Gäste bereits in der 4. Minute mit dieser Möglichkeit, der Kopfball von Jaratz aber knapp über das Tor. Die Bullen aus Salzburg machten auch in weiterer Folge enorm Druck. Und die in weiß-rot spielenden Gäste kamen zu weiteren Möglichkeiten. Wieder war Jaratz zur Stelle, dieses Mal rettete aber Bischof in letzter Sekunde. Nach 10 Minuten dann diese Szene, die Gäste mit diesem weiten Befreiungsschlag. Weit in die Hälfte der Vorarlberger, die Gäste setzten mit Aganovic nach, Bischof grätschte und Schiedsrichter Bramböck entschied, eigentlich zur Verwunderung aller, auf Elfmeter. Vorarlberg-Trainer Martin Schneider verstand die Welt nicht mehr. Nichtsdestotrotz hieß das Duell Vorarlberg-Torhüter Küng gegen Meisel. Der Salzburger behielt die Nerven und traf souverän zur 1:0 Führung für die Gäste. Nun wachten die Hausherren aber ein wenig auf, hielten nun mehr dagegen und hatten diese Freistoßmöglichkeit. Der Schuss aber eine sichere Beute von Salzburg-Keeper Antosch. Wesentlich effizienter in Sachen Chancenverwertung agierten aber weiterhin die Gäste aus der Mozartstadt. Salzburg mit diesem Vorstoß, Stosic probierte es aus 20 Metern und Stosic war erfolgreich. Neuer Spielstand 2:0, gespielt waren gerade mal 20 Minuten. Die Bullen auch in weiterer Folge das spielbestimmende Team auf dem Platz. Die Vorarlberger fast nur mit Defensivarbeit beschäftigt und die Salzburger setzten eine Spitze nach der anderen. So zum Beispiel in dieser Szene Aganovic plötzlich im Strafraum am Ball, eine kurze Drehung, sein Schuss aber knapp am Tor vorbei. Nichtsdestotrotz die Gäste weiter im Vorwärtsgang. Nach diesem Eckball rettete Küng im letzten Moment, die Kugel aber noch heiß, Salzburg blieb im Ballbesitz. Kombinierte sich gut durch die Abwehrreihen der Gastgeber, Demaku schlussendlich mit dem Abschluss, wieder parierte Küng und hielt seine Mannschaft so im Spiel. Rein in den zweiten Durchgang und auch hier änderte sich am Spielgeschehen vorerst nicht allzu viel. Die Gäste weiter spielbestimmend und mit weiteren Möglichkeiten. Hier zappelte der Ball sogar im Tor, der Treffer zählte aber aufgrund eines Handspiels von Jarat zu Recht nicht. In der 48. Minute dann auch die Vorarlberger endlich wieder mit einem Ausrufezeichen in der Offensive. Die Kugel lief gut und Madlena probierte es mit dem Abschluss, der Ball aber am Tor vorbei. Danach flachte die Partie ein wenig ab, beide Mannschaften neutralisierten sich mehr oder weniger und das Geschehen verlagerte sich immer mehr in Richtung Mittelfeld. Bis zur 78. Spielminute, da starteten die Vorarlberger diesen Angriff über die rechte Seite. Abdjanovic schlussendlich mit dem Abschluss, Salzburg-Keeper Antosch konnte nur kurz klären und Akcicek erzielte den vermeintlichen Anschlusstreffer. Der Schiedsrichterassistent sah aber ein Abseits und so wurde dem Treffer die Anerkennung verwehrt. Vorarlberg-Trainer Martin Schneider verstand die Welt erneut nicht mehr und kurz vor Schluss dann sogar noch der dritte Treffer für die Gäste. Milic setzte sich auf der rechten Seite durch, spielte den Stangelpass und Berger brauchte das Leder nur noch über die Linie zu drücken. Das AK Vorarlberg U16 verlor also gegen die Alterskollegen aus Salzburg 0:3. Motorsport stand am vergangenen Wochenende ebenfalls auf dem Programm. Das Motocross-Maker Möckers rufte und zahlreiche Besucher pilgerten einmal mehr ins Laiblachtal. Auch wir waren bei diesem Motorsport-Highlight wie immer mit dabei.
Lukas bebte in diesem Jahr und das im wahrsten Sinne des Wortes. Europas beste Motocross-Piloten sorgten im Rahmen der ADAC MX Masters für spannende Rennen und eine Megashow. Und neben der Piste ließen es sich tausende Besucher nicht nehmen, auch in diesem Jahr an die Strecke im Laiblachtal zu pilgern. Dementsprechend zufrieden dann auch die Veranstalter. Absolut erfolgreiches Wochenende. Natürlich bei diesem Kaiserwetter ist das Ganze viel einfacher zu bewältigen, obwohl auf der Strecke natürlich sehr viel passieren muss mit der Bewässerung, mit dem Herrichten der Strecke sind unsere Helfer unheimlich beschäftigt. Das ist ja das Gegenteil vom Ganzen. Aber wir haben alles im Griff und sind sehr happy. Bei der gestrigen Jury-Sitzung ist alles super vorgekommen, was den gestrigen Tag betrifft. Und wir haben heute auch alles sehr gut im Griff. Mittendrin im Weltklasse-Starterfeld fand sich auch Philipp Rüff. Der Bregenzer Wälder schaffte bei den Quali-Rennen am Samstag als einziger Vorarlberger den Sprung ins Hauptfeld am Sonntag. Ja, also für mich ist es einfach Vorfreude, weil vor so vielen Leuten fahren dürfen und dabei zu sein, ist alles. Schlussendlich fuhr der Wälder in den beiden Meisterschaftsläufen auf die Plätze 29 und 25 und musste die Heimreise somit ohne Meisterschaftspunkte antreten. Den Tagessieg holte sich in der Mastersklasse der Deutsche Dennis Ulrich. Im Youngster Cup lachte der Niederländer Bas Wessen von der Spitze des Gesamtklassements. Und im Junior Cup durfte sich der Russe Maxim Kraev über den Tagessieg freuen. Alles in allem war das Wochenende echte Werbung für den MX-Sport. Das sahen auch die Verantwortlichen der Veranstalterserie so. Ja, sehr, sehr, sehr positiv. Also zum Kaiserwetter auch eine perfekte und optimale Organisation vom Club, wo wir uns recht herzlich bedanken müssen, weil das ist eine Mammutleistung, so eine Veranstaltung zu stemmen auf Ortsklub-Ebene. Da muss ich an Gregor Wucher und seiner Mannschaft also ein großes Kompliment machen. Da ist er sicherlich bei den Top-Clubs in Europa dabei und für große Aufgaben gerüstet, die hier noch anstehen werden. Großes Lob also von Seiten des ADAC. Diesem schloss sich dann auch der Hausherr der Gemeinde Möckers gerne an. Es ist eine Seltenheit, dass wir schönes Wetter haben. Natürlich die Motocross-Fahrer lieben auch, glaube ich, eine Schlammschlacht. Aber wir, beziehungsweise die Veranstalter, sind natürlich überglücklich, dass wir wirklich gutes und schönes Wetter heute haben. Es ist sensationell. Wir hatten die ganze Woche, kann man sagen, schlechtes Wetter. Morgen soll es wieder schlecht werden. Wir haben also wirklich Glück und ich möchte mich also hiermit auch bedanken bei den Veranstaltern, die ein ganz hervorragendes Wochenende wieder geplant haben und auch veranstalten. Ich höre überall nur großes Lob und ich bedanke mich auch allen Freiwilligen, die hier mithelfen bei den Vereinen, dass dieses wunderschöne Wochenende hier zustande kommt. Das MX-Weekend in Möckers wäre nichts ohne die legendäre Partynacht am Samstagabend. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Auf der Bühne brachte zunächst Fettes Blech die Menge zum Toben. Anschließend sorgte der Brassclub dafür, dass das riesige Festzelt im wahrsten Sinne des Wortes kochte. Die Menge feierte am Samstagabend also ausgelassen und ohne Ende. Das war eine super Veranstaltung. Bis auf ein paar Unfälle, die wir natürlich im Motorsport nicht brauchen. Zuschauermäßig war es ein Hammer. Es ist wirklich Motorsport vom Feinsten. Die Jungs geben wirklich alles. Und es ist für uns als Veranstalter eine Freude, mal die Weltklasse da zu haben. Es ist nicht alltäglich, dass man solche Rennen bekommt, aber wir haben das bravös gemeistert. Wir haben auch ein Lob bekommen vom ADAC, was also nicht selbstverständlich ist. Und ja, wir sind rundum zufrieden und machen auf das nächste Jahr noch eine Steigerung mit der Weltmeisterschaft im Seitenwagen. Das MX-Weekend in Möckers ist also schon wieder Geschichte. Zeit, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und da geht im nächsten Jahr ein großer Traum von MCC Möckers Präsident Gregor Wucher in Erfüllung. Ja, das nächste Jahr soll ja die Seitenwagen-Motocross-Weltmeisterschaft hier stattfinden. Wir haben gestern von der FIM einen Abnahmedirektor hier gehabt. Der hat die Strecke abgenommen und es steht dem Event nächstes Jahr Seitenwagen Weltmeisterschaft und österreichische Meisterschaft in den Soloklassen nichts mehr im Wege. Ausgetragen wird die Seitenwagen Weltmeisterschaft voraussichtlich am 17. und 18. Juni 2017. Das war schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten und dabei sind. Bis dann!